Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin. Im letzten Part und auch im vorletzten Part waren wir hier im Untergrund und in diesem Part geht's dann wieder auf der Overworld weiter. Wir haben hier einige Schätze bekommen. Hier sieht man jetzt meine Schätze in Indigo-Stück, eine Steinstaffel, richtig cool, ein Sternstück, auch erzielt einen hohen Preis im Pokémon-Supermarkt. Indigo-Stück, Grünstück, Purpurstück, eine Feuertacke, die geben wir Firefly und dann noch so ein Panzerfossil und ein Wasserstein erhöht die... Achso, nee, erhöht nicht Wasserattacken, sondern ist dazu da, um ein Pokémon weiterzuentwickeln. Genau. Und diese Sachen müssen wir noch in unserem Beutelink. Da tun wir einfach mal, tun wir hier alles einstecken. Genau so. Und dann werden wir dann in der Overworld dann weitermachen. Wir haben am Ende des letzten Parts hier so noch ein paar Sphären vergraben. Wenn wir mal wieder zurückkommen, dann werden die auf Level 99 sein. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gehen hinauf. Aber vorher schaue ich ja nochmal in den Pass, weil hier steht auch, was man hier alles gemacht hat. Zum Beispiel die Punkte, dann was für eine Fahne wir haben. Getroffene Personen natürlich 0, gegebene Geschenke auch 0, eroberte Fahnen natürlich auch 0, ausgegrabene Sphären 37, ausgegrabene Fossilien 1 und erfolgreiche Fallen 0. Ja, und jetzt geht es hinauf. Genau. Und da sind wir wieder. Jetzt werde ich erstmal die zwei Bildschirme wieder wechseln, sodass der Topscreen dann der große ist. So, das ist dann jetzt hier auch erledigt. Und dann, ich sehe ja noch auf dem Touchscreen, dass unsere Pokémon ja noch ein bisschen angeschlagen sind. Dann werde ich sie mal heilen. Dann gehe ich zum Pokémon-Supermarkt, aber vorher schaue ich noch in unserem Beutel. Ich will ja die Feuertafel noch vergeben. Dann wollen wir ja auch noch in das Fossilien-Museum. Da wollen wir ja unser Fossil abgeben, sodass es, ja, zu einem richtigen Pokémon wird. So, aber erstmal hier schauen, was wir hier bekommen haben. Einmal die Steintafel brauchen wir momentan nicht. Sternstück, Purpurstück. Die Feuertafel, die kriegt Firefight. Verstärkt Feuerattacken. So, und kann eigentlich Wasserstein? Stimmt. Das fällt mir ja jetzt auch ein. Wir könnten eigentlich mit dem Wasserstein, den wir jetzt bekommen haben, könnten wir Seeblatt entwickeln. Auf seine letzte Stufe. Aber ich warte noch ein bisschen, weil ich weiß jetzt nicht, was da noch für Attacken kommen. Die Seeblatt nur auf dieser Entwicklungsstufe erlernen kann und nicht auf der nächsten. Da bin ich mir nämlich jetzt nicht sicher. Da müsste ich nämlich nachschauen. Was will ich jetzt natürlich nicht in der Aufnahme machen. Ist ja ein bisschen, ja, doof. Daher, mal ein anderes Mal nachschauen. Erstmal gehen wir jetzt hier rein und geben das Fossil ab. Ja, ja, das haben wir. Hast du ein Fossil für mich? Soll ich es in ein Pokémon verwandeln? Ich bin gerade dabei. Ja, 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 ja. Und jetzt braucht er ein bisschen Zeit. Also wenn wir mal wieder in Erzingen sind, dann werden wir es abholen. So, dann werden wir jetzt erstmal in den Pokémon-Supermarkt gehen. Wo ist eigentlich der Pokémon-Supermarkt hier in Erzingen? Oh, war der nicht da oben? Nee, der kann nicht da oben. Da ist er da. Weil wir haben ja auch noch ein Sternstück bekommen. Da, das können wir ja verkaufen. Dann machen wir das auch mal. So, er zieht einen hohen Preis, wenn man ihn verkauft. 4.900. Oh ja. Auf jeden Fall. So, und dann mal schauen, was es hier noch zum Kaufen gibt. Ja, das sieht auch schon... Ja, ist immer noch dasselbe wie sonst auch. Wie viele Pokébälle haben wir noch? 20, ja, das passt. Tränke, ja, Tränke werde ich mir mal ein bisschen kaufen. So. Und dann noch ein bisschen Schutz. Genau so. Ich werde auch mal ein Fluchtseil kaufen, falls wir mal ein Fluchtseil brauchen. Genau. Und ja, dann geht es jetzt in der... Ja, ich sag mal Story weiter, also wir haben ja jetzt, ich habe ja schon damals jetzt wie auf dem Fahrradweg gesagt, dass wir in die dann in die Route da gehen, wo wir dann mit dem Fahrrad da lang gefahren sind, nur es ging ja dann noch unter dem Fahrradweg ja auch noch eine richtige Route mit Gras und so weiter und da wollen wir jetzt hin, genau dort.
So, und dann würde ich mal sagen, wir fahren mal hier hoch. Wir haben ja noch das Fahrrad bekommen. Und hier geht es zu dieser besagten Route. Dort können wir Zerschneider einsetzen. Wir haben ja noch vor allem Sklave mit. Und ich kann euch auch schon mal verraten. Wahrscheinlich im nächsten Part treffen wir an ein neues Teammitglied an. Genau, also ich weiß nicht, ob wir es noch in diesem Part schaffen. Wenn in diesem Part, dann wäre es natürlich auch toll. Ich habe hier beinahe einen Pokéball übersehen. Ja, ist auch schwer zu sehen. Ist wirklich ein bisschen schwer zu sehen, aber ich habe es im letzten Moment noch gesehen. Was gibt's denn da? Ein AP Plus. Wow. Damit kann man eine Attacke die AP um 1 erhöhen. Die maximale Anzahl nämlich. Das ist sehr, sehr interessant. Gibt es auch nur zu finden. Also, sonst stimmt. Es gibt das, glaube ich, noch als Gewinn in Jubelstadt. So, dann haben wir hier noch einen Feuerheiler. Dann gehe ich erstmal da links hin. Ja, und dann werde ich auch mal schauen zum nächsten Part, ob es sich lohnt, jetzt schon Seeblatt weiterzuentwickeln oder ob wir da noch ein bisschen Zeit brauchen. Hier ist erstmal ein Macholo. Ja. Sehr hier ruhig sein. Weil Seeblatt fehlt ja natürlich auch noch eine schöne Wasserattacke. Und da wird es eigentlich mal Zeit, dass Seeblatt eine Wasserattacke kriegt. Weil dieser Typ fehlt uns sowieso noch. Und ja. Also ich setze hier auch mal Naturkraft ein. Hat nämlich die Hälfte abgezogen von Machalo. Dann setze ich hier nochmal die Samenbomben ein. So, dann ist es besiegt. Ist ja nur ein wildes Pokémon. Aber ich wollte jetzt auch nicht fliehen. So, dann ist hier ein Trainer. Hallöchen, Trainer. Nee, doch nicht. Wie komisch. Angeblich gibt es zwei Höhlen an der Route 206. Wieso finde ich dann nur einen Eingang? Dieser Tipp ist sehr, sehr wichtig. Ja, und zwar es gibt hier wirklich zwei Höhlen, aber man sieht nur einen Eingang, weil ein Eingang ist versteckt. Und hier sind drei Fragbären oder noch mehr sogar. Oh, interessant. Die sind glaube ich auch so ein bisschen, ja, vertrocknet, aber trotzdem, ja, wir haben die jetzt abgepflückt. So. Aber ich weiß jetzt leider nicht. Der zweite Eingang war auf jeden Fall unter so einer Brücke so versteckt. Ich muss mal schauen, wo der Eingang ist. Aber hier anscheinend noch nicht. Nee. Na gut, dann geht es jetzt hier rechts weiter. Hier ist ja noch ein Pokéball. Ich denke mal, ich sollte jetzt auch mal Schutz einsetzen. Genau. So, hier fliehe ich jetzt mal. Dann setze ich Schutz ein. Habe jetzt keinen Bock auf diese ganzen Pokémon. Trainer will ich, aber keine Willen. So. Dann Schutz, Schutz, Schutz. Ganz oben. So, 100 Schritte lang sind wir jetzt geschützt. So, dann noch ein super Schutz. Hält nämlich, glaube ich, 150 Schritte oder 200 Schritte. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Dann ist ja der erste Trainer. Ja, das mich auch erschreckt. Eigentlich nicht, aber auch egal. So, was hast denn du für schöne Pokémon? Oh, nix. Das ist sehr, sehr schön. Ist ein schönes, schweres Pokémon. Daher können wir jetzt unsere neue Attacke Strauchler einsetzen. Je schwerer das gegnerische Pokémon, desto stärker ist die Attacke. Und das haut doch rein. Mit Absorber hätten wir kaum so viel abgezogen, denke ich. Und das reicht dann auch für ein Level ab. So, und dann nochmal ein Onix. Strauchler hat schon mal eine sehr, sehr gute Attacke, weil Pflanze ist ja gegen Gesteine effektiv und die meisten Gestein-Pokémon sind sehr, sehr schwere Pokémon. Von daher passt das ja. So, nochmal. Notfalls haben wir noch Absorber. Damit können wir dann noch ein paar KP abziehen. So, der hier wäre besiegt. War ein leichtes Kinderspiel. Oder war hier jetzt der Eingang? Irgendwo war hier der Eingang. Zur zweiten Mühle. So. Ja, hier! Wollen wir jetzt schon in die Höhle gehen? Ja, wir gehen jetzt schon in die Höhle. Oh, shit. Mist, was mir da aber einfällt. Haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen die TM Blitz. Ohne Blitz können wir hier nichts sehen. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Ja, dann kehren wir hier später nochmal zurück. Erstmal holen wir uns den Pokéball hier.
So. Obwohl, wir werden doch gleich da reingehen. Aber ich möchte erstmal, dass der Schutz aufhört. Warum werden wir da jetzt nochmal reingehen? Und zwar, dass wir hier ein bisschen herumlaufen. Da geht es so runter. Ach, hier sieht man doch jetzt noch was. Ach, da, dann können wir hier doch sein. Ich dachte, man sieht hier dann nichts. So. Da können wir diese Höhle hier erkunden. Und ein Bronze. Wow. Ist vom Typ Stahl Psycho. Ein sehr, sehr interessanter Typ. Ich weiß nie, was dagegen so richtig wirkt. Aber hier müsste ich doch... Achso, hier setze ich Steinhagel ab. Okay. Konfustrahl. Eigentlich nicht so toll. Ich versuche trotzdem nochmal Naturkraft einzusetzen. Die Flinkklaue wirkt. Bitte greif an, bitte greif an. Dankeschön, dankeschön. So, hat das eine hohe Effekt? Na, nee. Ah, gegen Bronze. Kann man gegen Bronze so. Erstauner. Erstauner müsste sehr effektiv sein. Natürlich ist Seeblatt verwirrt. Aber er greift wenigstens an. Erstauner müsste sehr effektiv sein. Genau. Nee, doch nicht. Aber ein Volltreffer. Dann versuche ich jetzt mit Strauchler. Ich hoffe mal, die Verwirrung ist dann beendet. Ah. Ah, musste. War klar, dass es dann passiert. Nein! Och, nicht euer Ernst. Hypnose! Natürlich könnten wir jetzt auch einen Aufwecker benutzen, falls wir einen haben, aber ja, nach ein paar Runden wacht Seeblatt eh auf. Zwischen 2 und 5 Runden. Und jetzt setzt er eine Konfusion ein. Er zieht nicht viel ab, okay. Wache auf, Seeblatt, wache auf! Oh, nächste Runde müsste der dann aufwachen. Ja, ich schlafe bereits, richtig. Genau. Aber immer noch verwirrt. Aber wenigstens setzt er Schauchlein. Bitte. Nein. Dann, was soll ich machen? Was soll ich machen? Erstaunen. Ich könnte natürlich auch wechseln. Nur Firefight ist gegen die Psycho-Attacken ist Firefight sofort weg und Kampfadler kann auch wenig anrichten. Aber wir haben es jetzt doch noch so geschafft. Puh, war ein harter Kampf, aber trotzdem so wenig EP dadurch. So, wir müssen da jetzt mit Anschwung hoch. Aber uns greifen natürlich auch wilde Pokémon ein. Ich könnte natürlich auch Schutz einsetzen, und ich will halt nicht so viel Schutz verbrauchen. Als wir jetzt auch in die Höhle gehen, das war sowieso eher nicht so geplant. Ich wollte eigentlich erst die Route schaffen, aber ja. Ich brauche hier... brauche hier Anlauf. Aber das ist hier so ein Eckanlauf und jetzt greift uns unbedingt ein Pokémon. Ach, Kleinstein. Aber es trifft sich eigentlich doch noch ganz gut. Und kann wenigstens Seeblatt seine KP wiederherstellen mit Absorber. Ist sozusagen gefundenes Fressen. Naja. So. Wieder alle KP zurückerlangt, brauchte ich keinen Trank einsetzen. Ist auch nicht verkehrt. So, Kleinsteine sind ja immer lieb. Ah, oder reicht das? Ach, das reicht doch jetzt auch schon so. Oh, was ist denn das für eine Höhle? Da blicke ich ja jetzt schon nicht durch. Ein Onyx. Hallo, Onyx. Ich setze jetzt mal die Flucht ein. Könnte natürlich auch Firefight mit nach vorne nehmen. So, was gibt's denn hier hinten? Was gibt's da hinten? Ah. Was gibt's denn da? Gibt's da irgendwas interessantes? Oh, eine Sackgasse! Ist jetzt nicht euer Ernst! Ein bisschen weniger könnten mal die Pokémon hier auftauchen. Ein bisschen weniger. So, Flucht. Dankeschön. Dann geht es jetzt da hoch. Aber zuerst nochmal das nächste wilde Pokémon. Hallo, Kaumalat. Es war ein süßes Pokémon. Aber du musst jetzt sterben. Obwohl, nee, nee. Ich bin jetzt doch
zu gefährlich. So, dann geht es jetzt hier zurück. Dann hier rüber, rüber, rüber. Wir haben es geschafft. Was gibt's denn hier? Ein Top-Ether. Halt. Ich glaube, alle AP einer Attacke auf. Ja, müssen alle AP gewesen sein. Jetzt gibt es hier noch ein Zubat. Tut mir leid, das Ganze. Wie geht's denn? Achso, jetzt geht es. Nee. Hä? Ach so. Wir müssen jetzt hier nochmal zurück. Jetzt habe ich es geblickt. Ich habe mir eben so überlegt, hä, wie soll denn das da funktionieren? Ah, aber jetzt. Mir kam die Erleuchtung. Aber was gibt's denn hier am Ende dieser Höhle? Ja, irgendein wichtigen Ausgang oder was gibt's hier? Das ist dann die Frage. Mal untersuchen. Ah, Zubat. Mag ich Zubat nicht. Allgemein, Zubat mag ich generell irgendwie nicht. Die waren mir schon immer irgendwie so unsympathisch. So, dann hier Anlauf. Nein, nicht jetzt! War! Aber das ist egal, weil darf ich euch vorstellen, unser viertes Teammitglied. Vorhin hatten wir zwar schon Kaumelat entdeckt, aber es war weiblich. Ich wollte ein schönes, männliches Kaumelat. Und da ist es nun. Ich will es erstmal ein bisschen schwächen mit Erstauner. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Setzt jetzt den Sandsturm ein. Ja, soll's ruhig machen, solange es mein Seeblatt nicht besiegt, geht das ja noch. Dann hier ruhig nochmal Erstauner. Erstauner bewirkt ja auch, dass es ab und zu mal zurückschreckt. Das war eben der Fall. Das ist sehr, sehr schön. So, dann nochmal Erstauner. So, dass es erstmal ein EKP verliert. Bis hierhin denke ich mal. Oh, Drachenwut. Drachenwut zieht immer 40 KP ab. Das ist jetzt natürlich nicht so toll. Dann würde ich mal sagen, KP, AP-Erholung und Supertrank setze ich ein. Ich würde gerne lieber. Ne, ich hätte zwar eben doch einen Pokéball riskieren können. Und auf Glück hoffen, aber ja. Ein Sandwirbel. Ach, mach gut, Sandwirbel. Du hast eh genug KP jetzt verloren. Von daher. So, dann. Heute. Bella. Ja, was haben wir denn hier? Wir nehmen den Finsterball, weil. Finsterball ist sehr effektiv in Höhlen. Und wir sind ja gerade in der Höhle. Und daher dürfte. Nein, klappt es nicht? Ach, schade. Wir haben ja sonst eigentlich nur Pokebälle. Naja, einen Hyperball haben wir noch. Dann setze ich mal einen Hyperball ein. Erstmal, ich gehe erstmal aufs Ganze. Nein! Ach, shit. Denk mal, ich setze noch einmal Erstauner ein. Genau. Nein. So. Noch einmal Erstauner. So, dann ist es wenigstens im roten Bereich jetzt. Dann setze ich jetzt den Superball ein. Von ganz stark immer schwächer. Und dann habe ich nur Pokebälle. Naja, mit Pokebälle habe ich eher wenig Chance. Und wenn gerade hier auch beim Superball nur so wenig. Ah, das wird gefährlich. Und muss dann erstmal das Seeblatt wieder heilen. Weil halt Drachenwut immer nur 50 KP abzieht. Das ist gerade auf so ein, in Anführungsstrichen, geringes Level. Ist das wirklich extrem doof. Jetzt muss ich natürlich hoffen, dass er nicht nochmal Drachenwut einsetzt, aber ist eigentlich gut gelaufen. Dann hier, vielleicht magst du einen rosa Ball. Ja? Nein? Doch? Oh, okay. Dann ist es nämlich, ist unser Kaumalat nämlich auch gleich geheilt. Weil es kommt ja sofort ins Team, weil wir ja noch einen Platz frei haben. Und ja, das ist unser Kaumalat. Ist vom Typ Drachenboden. Und ich liebe das Pokémon. Ja, gerne einen Spitznamen. So, und wir nennen es. Wenn es passt, ja, das müsste passen. Das müsste passen. Ich nehme mal hier die Maus, geht schneller. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus.
Vielleicht können sich da schon einige jetzt denken. Und zwar ohne Zahn. Angelehnt an den einen Film, den es da gab. Ach, wie hieß denn der? Wie hieß denn der? Mir liegt's auf der Zunge, tut mir leid. Tut mir leid, wenn der mir jetzt nur auf der Zunge liegt. Wie ist denn da? Oh, den habe ich erst vor kurzem geschaut. Erst vor kurzem habe ich den geschaut. So, vom Sklave kommt erstmal hier nach hinten. Und dann wechsle ich erstmal ohne Zahn nach vorne und schaue erstmal seinen Bericht an. Also. Erhöht Fluchtwert im Sandsturm. Aha, sehr interessant. Angriff ist höher als Spezialangriff und hat die Attacken Sandwirbel, Drachenwut, Sandsturm, Bodycheck. Und da kann man auch einiges dran ändern. Mit dem Moveset bin ich noch nicht zufrieden, aber ja. So, und jetzt können wir auch den Schutz einsetzen. Das war ja der Grund, warum ich hier keinen Schutz eingesetzt habe. So, und dann geht es auch im nächsten Part weiter. Bis dahin, viel Spaß euch noch und ciao.